Hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Forza Motorsport. Wir machen weiter im Circuit oder auf dem Circuit de Barcelona. Dort erwartet uns die Grand Prix Strecke. Vorher machen wir natürlich unseren BMW wieder fit mit den 650 Car Points, die wir in der vorherigen Folge uns erfahren haben. Da gucken wir mal bei der Zündung, da können wir tatsächlich noch Gas geben. Und dann geht er hier bei Geschwindigkeit auf 6,0 hoch. Beschleunigung verändert sich nur minimal. Ich würde sagen, nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Und was wollten wir das letzte Mal noch machen? War es das Fahrwerk? Es war das Fahrwerk, ja. Bringt uns das so viel? Nein, denn es ist auch extrem teuer. Wir können natürlich die Rennbremsanlage einbauen. Das machen wir mal, denn die scheint ja nur Vorteile mit sich zu bringen. So, Reifenmischung. Boah, so viel haben wir gar nicht. 1000 Carpoints kostet das. Das ist natürlich schon eine Ansage. Bremsen würde sich verbessern und das Handling auch, wenn wir vorne eins breiter gehen. Können sogar zwei Stufen breiter gehen. Was haben wir hinten noch für eine Verbesserung? Boah, da wird es noch besser. Sollen wir auf die dicksten Schlappen gehen? Komm, das probieren wir in der Runde mal aus. Machen wir einfach so, da haben wir alle Carpoints aufgebraucht. Dann haben wir insgesamt 2050 Carpoints schon in unsere Kiste reingesteckt. Wir könnten uns hier auch so eine Konfiguration aus dem Internet runterladen. Das machen wir aber noch nicht, wenn wir irgendwann später mal einführen. So, hier sehen wir das Overview. Wir fahren also die Grand Prix Strecke. Das heißt alles Full Package. Ja, sind wir auf einer bekannten Formel 1 Strecke Circuit de Barcelona, Catalunya. Catalunya ist berüchtigt für Richtungsänderungen bei hohen G-Kräften, bedingt durch abhängende Kurven mit zusätzlicher Steigung. Du darfst hier nur vorsichtig bremsen und musst die Kurven mit konstanter Geschwindigkeit durchfahren. Okay, das kriegen wir hin. Da können wir unsere neue Rennbremsanlage auf jeden Fall gleich mal testen. Das Rennen findet um 2 Uhr mittags statt. Das ist wunderbar. Ja, Vierter sind wir aktuell mit 62 Punkten. Dann gehen wir mal rein ins Training. Jetzt sieht man auch das Raytracing. Sah mit dem Licht gerade schon ganz gut aus. Rauf auf die Piste und ab geht's. Das ist natürlich von Vorteil, dass das Cabrio dieses Mal zu ist. Also Bremse funktioniert ganz anders jetzt. Ganz anders. Das ist kein Vergleich. Die dicken Schlappen hinten merkst du auch. Boah, so eine Gerade liebe ich ja, ne? Das ist, wenn du schön Gas geben kannst, die Autos schön mit hoher Geschwindigkeit an dir vorbeiballern. Ja, sagen, läuft schon mal ganz gut für die erste Runde. Wir haben uns immerhin nicht verbremst. Gab ja auch schon andere Zeiten. Aber ist natürlich auch eine prädestinierte Strecke dafür, dass man hier links rausfährt. Sonst wäre da wahrscheinlich nicht so viel Platz. Ui, da war die Straße nass. Da war die Straße nass. So, Strafe kriegen wir keine, wäre ja schwachsinnig. Wir hängen ja eh schon hinterher. Ja, also wie gesagt, noch geht's ja auch vom Wetter. Wir sind im Training. Also wie die Strecke nass ist, nachzubeurteilen, hat es schon mal stark geregnet. Jetzt nieselt es aktuell und beim Rennen soll es ja dann richtig wieder wie aus allen Eimern schütten. Ah, bisschen übermütig die Kurve. Die tolle Innenansicht. Aber wie gesagt, die machen wir nicht mehr.
Sonst ist diese Kurve hier meine Kurve. Ach, die ist schon auch sehr eng. Die ist eng. Eng wie die Olga. Komm mal rein in die Olga. Jetzt komm, das. So, was ist unsere Rundenzeit? 2,6. 240, 250, 260, aber jetzt sollten wir auch bremsen. Also als nächstes werden wir auf jeden Fall noch die Schlappen vorne verbreitern. Uiuiui. Und vielleicht noch andere Felgen draufziehen. Je nachdem wie teuer die natürlich sind. Wenn die Reifenmischung schon 1000 K-Points kostet, dann will ich gar nicht wissen, was Felgen kosten. Wobei die Reifen waren jetzt auch nicht so teuer. Ah, hier ist die Straße ein bisschen nasser, man merkt es beim Bremsen. Das heißt, das wird jetzt keine neue Zeit. Ah, hier ist die Straße gefühlt irgendwie ein bisschen rutschiger. Kann sein, dass ich mir das nur einbilde. Kann auch sein, dass es so ist. Großzügig genommen. Auf jeden Fall dürfte es ja gleich auch richtig großes Aquaplaning geben. Gehe ich mal stark von aus. Dann sollte man großen Pfützen ausweichen, sonst tanzen wir hier wieder Breakdance auf der Strecke. Diese Videowall da ist auch krass. Ja, zwei sind das, guck, und schon. Du achtest auf andere Details und schon verkackst du wieder, weil du dich nicht auf die Strecke konzentrierst. Und das macht Forza echt gut. Na, jetzt schießen wir mal rein in unsere letzte Trainingsrunde. Ich glaube, auch mit der Startposition bin ich diesmal wieder ein bisschen vorsichtig. Ich denke mal, mit P8 fahren wir ganz gut. Ich glaube, trocken hat die Strecke echt gutes Potenzial. Aber das werden wir wohl zwangsläufig auch noch rausfinden. Also mit der Kurve hier habe ich es gar nicht, wie das gleich werden soll beim Rennen. Wie das wohl gleich beim Rennen wird. Auch die ist nicht so gut, aber immerhin haben wir sie mal geschafft. Hockenheimring, da hätte ich Bock drauf mit dem Z4. Schade, die Zuschauerränge sind ein bisschen leer. Na gut, da ist auch kein Dach. Oder es liegt einfach, weil wir noch in so einer unteren Klasse fahren und noch nicht oben mitmischen. So, komm, gib alles, kleiner BMW. Ach, gerade so. Gut, Training haben wir immerhin abgeschlossen. Traumhaft.
Also ey, mal ablang, keinen Rückwärtsgang einlegen, Kollege Schnürschuh. Ah, also so in diesen Ansichten, da sehen die Autos schon sexy aus. Das ist man, wow. Jetzt ist natürlich ganz anderes Wetter, ne? Das ist ja krass. Auch mit dem Flutlicht und so, das hat eine ganz eigene Atmosphäre. Also dann Safety First, komm, wir gehen hier als P8, starten wir ins Rennen. Um 20,7 Grad am Circuit de Barcelona, Catalunya. Es ist 2 Uhr nachmittags. Ja, wir befinden uns in Barcelona. Leider kein Sonnenschein, Strand und Meer heute. Versuchen wir mal eine gute... Was? Oh, sogar mit fliegendem Start? Das hatte ich noch nicht. Das ist neu. Oder haben wir jetzt so eine Warm-up-Runde? Nö, Rennen geht los. Ist ja krass. Fliegender Start hatte ich tatsächlich noch nicht. Wusste ich jetzt auch gar nicht, dass es das gibt. Boah, guck mal, wie stark unser BMW einfach ist. Boah, also die Strecke ist so nass. Die ist so nass. Wow, krass. Ganz anderes Fahrgefühl zu gerade eben. Es gewittert ordentlich. Eigentlich ist es gar nicht mal so schlecht, hier einen vor sich fahren zu haben. Und dann kannst du einschätzen, was kommt bei dem Wetter. Vor allem, ob die Strecke rutschig ist oder nicht. Siehst du, wie das Heck gleich kommt? Also ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit dem. Aber vor allem die Grafik, das ist schon eine Augenweide mit dem Regen, wie auch der ganze, ja, oder wie der ganze Regen quasi diese Spiegelung erzeugt auf der Strecke dann mit den Pfützen und diesem feuchten Film drauf, sich das Licht da drin so reflektiert, das sieht schon cool aus. Da oben fliegt der TV-Hubschrauber. Um Lüdenscheid würde jetzt kein Hubschrauber mehr fliegen, da wäre das Wetter schon viel zu schlecht. Aber ich glaube, wir packen hier den vorne dran dann gleich. Also ein bisschen rumtrödeln tut das schon. Na, mal gucken, nicht, dass ich jetzt den Mund zu voll nehme und dann segle ich gleich wieder raus. Quasi das übliche Trauerspiel. Ah, so, jetzt aber Gas, 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 Gas. Komm, jetzt holen wir den. Ja, war klar. Oben rum. Keine Chance der andere. Können wir später aber gucken. Werden wir bestimmt feststellen, dass er wahrscheinlich ein schwächeres Auto fährt als wir. Von daher liegt das am Schwierigkeitsgrad. Boah, auch hier muss man echt extrem aufpassen. Das Heck kommt so schnell auf dem Wasser. Der Lack sieht auch schon gut aus. Ich verplemper einfach zu viel Zeit, Mann. Verdammte Kacke. Ich lerne aber auch nicht draus, ne? Ich lerne einfach nicht da draus. Augen auf die Strecke und nicht rumspielen. Das ist quasi wie in echt. Finger weg vom Handy. Oh Mann, ey. Ja, erste Runde lief noch so geschmeidig, Digga. Alter, 9. sind wir einfach. Ja, das kam einfach. Ich hätte den Kerl nicht überholen sollen. Ich hätte mich einfach mit P2 abfinden sollen und hätte so in der letzten Runde irgendwie ein geiles Finish hinlegen müssen. Naja. Kann man nichts machen. Hätten wir auf der Zielgeraden, können wir gleich nochmal 1, 2, 3 Positionen wieder gut machen.
Ja, was man halt mit Grips nicht kann und mit Feingefühl, das löst man halt dann mit purer Gewalt unter der Haube. Also ich selber hätte mir jetzt tatsächlich schon eine Strafe gegeben, gerade für die Aktion. Das war so eine pure Trotzreaktion. So, komm, BMW, jetzt streng ich mal an. Jetzt holen wir uns hier den schwarzen BMW vor uns. Und jetzt lassen wir dich mal von der Leine kommen. Sag mal, was du unter der Haube hast. Den haben wir. Jetzt holen wir uns den Porsche da vorne noch. Jawohl, auch den haben wir noch. So, P5 immerhin. P1 werden wir nicht mehr erreichen, aber P4 schnappen wir uns gleich noch. Und auf P3 würde ich auch noch ganz gerne kommen. Das will ich wieder gut machen. Eieieiei. Das ist so eine rutschige Angelegenheit hier auf dieser Strecke. Gefühlt ist das halt so, als würde das Auto irgendwie nur mit den Vorderrädern bremsen, ne? Wahrscheinlich ist es umgekehrt und es bremst nur mit den hinteren Rädern, weil wir auf den vorderen Rädern einfach nur durch die Kurve rutschen. So, komm, gib Gas jetzt. Lass knacken. Ja, haben wir. Dafür haben wir nicht so eine schöne Kurve. Aber wir haben ihn zumindest mal halbwegs sauber überholt. Ich bin zuversichtlich, dass wir an der Geraden, wenn wir uns noch einen snacken gleich. Einer ist noch fällig. Komm, BMW, gib Gas, zeig, was du kannst. Ja, wird das was? Wird das was in der letzten Runde? Ja, wir bremsen mal spät. Passt. Ja, hier kriegen wir noch nicht. Ja, hat noch nicht ganz so hingehauen. Plan ging noch nicht auf. Aber jetzt holen wir ihn. Mit unserer puren Gewalt unter der Haube. Um ihn dann wieder hier überholen zu lassen. Ja, also ich sag einfach gar nichts dazu. Gar nichts. Okay. Mann. Ja, ganz entspannt hier um die Kurve. Eieieiei. Also ich hab's mir echt einfacher vorgestellt. Jetzt zur letzten Runde hin ist der Regen immerhin verschwunden. Aber es sind halt immer noch riesige Pfützen auf der Strecke. Die man auch deutlichst spürt. Ja, genau, komm, gib mir noch eine Zeitstrafe. Ich habe mich ja selber eh noch nicht genug zerlegt, denn auch noch eine Strafe drauf. Ist in Ordnung. Boah, also ich bin froh tatsächlich, wenn das Rennen hier gleich vorbei ist. Das ist mir jetzt irgendwie nicht so gelegen und finde ich auch als echt anstrengend, weil es einfach eine Seifenpartie hier drauf ist. Gut, immerhin haben wir uns am Stück.
ohne große Schäden ins Ziel gebracht. 2:10 als beste Runde. Gute Arbeit da draußen. Ja, wäre deutlich mehr drin gewesen. Ja, so viel stärker ist unser Auto diesmal gar nicht. Nur 8 Leistungspunkte im Vergleich zum ersten. Konnten uns trotzdem einen Platz auf der Gesamtwertung vorkämpfen, sind jetzt Dritter. Das ist schön. Ja, Podiumsplätze haben wir keine erreicht. Immerhin 10.100 Fahrerpunkte, 11.750 Credits. Damit haben wir, glaube ich, auch so langsam unseren BMW wieder reinfinanziert. So Stück für Stück wird's doch. 35.000 Credits gab's noch für die Fahrerstufe 15. Ah, das erklärt, warum wir zu viel Kohle haben. Nee. Dann haben wir theoretisch unseren BMW noch nicht eingefahren, aber da wir es in der Leistungsstufe erreicht haben, können wir es ja mal so stehen lassen. Dann sind wir auch mit diesem Rennen durch. In der nächsten Folge sehen wir uns auf dem Suzuka Circuit. Mit 5,8 Kilometer Länge. Die Strecken werden immer länger. Es erwarten uns 4 Runden im Hauptrennen und nur 2 Trainingsrunden. Krass, liegt wahrscheinlich daran, weil die Strecke einfach so enorm groß ist. Und um 5 Uhr nachmittags ist das auch noch eine entspannte Uhrzeit. Von daher, lasst doch gerne ein Like da, wenn dir der Content gefällt. Würde mich auch über ein Abo freuen. Halt die Ohren steif. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.